Herzlich willkommen bei The Binding of Isaac Rebirth. Heute spielen wir mal ein bisschen anders. Ja, heute Isaac. Und heute mit Controller. Probiere ich heute mal das erstmal so. Isaac gelöscht. So, ich zeige euch auch die Challenges. Lol, wieso sind die alle schon frei? Stats. Alles noch auf Null. So, dann machen wir direkt mal einen One mit Isaac. So, mit Xbox 360 Controller. Ja. Ja. Also Isaac, wer das nicht kennt, ist ein Indie-Game. Du bist hier Isaac oder halt Glyphs oder was weiß ich wer. Also immer ein Charakter. Du musst deine Mutter in dem Spiel töten. Ja, und wenn du die dann getötet hast, kommst du weiter. So, wir bekommen gleich Little Unicorn, glaube ich, heißt das. Ja. Guck, dieses Einhorn macht, du bist unverwundbar und kannst in der Zeit Gegner killen. Gibt es auch einen kleinen Bug. Ja, mit Controller bin ich irgendwie immer besser. Also ich habe schon mal mit dem anderen Controller probiert, aber mit dem war ich scheiße. Aber hiermit werde ich besser sein. Null Schaden. Jetzt was in die ich. Oh Gott sei Dank. Oh nee. Ich hasse diese Wolke, die so klein sind und mit so vielen Gegnern. Deswegen, ich bin jetzt nicht der beste in Isaac. Jetzt mal die erste Controller. Die zweite ohne Controller. Ja. Einverstanden? Gut. Nee. Das ist mir. So wie ich immer spiele, ohne Ton finde ich das besser. So, Herzchen, so sind wir wieder voll. Und gegen Gemini. Also der Name hätte da nur gestanden, mehr wäre auch nicht passiert. So, ein bisschen geschwächt. So, angreifen. Weil ich finde, per Controller, da kannst du... Einfach, da ist es einfacher, weil du musst nicht immer auf den Tasten rumhämmern. Außer manchmal, wenn dann da so ein Stein ist und du hängst da einfach fest. Weil du denkst, du bist schon vorbei, aber dann bist du nicht vorbei und dann läufst du schon in die falsche Richtung. Wie eben. So, jetzt ist der Boss auch schon gleich tot. Wow, ich hab... Und wir bekommen als ein HP ab und dürft uns komplett voll heilen. Ja, so. Jetzt darf ich aber keinen Schaden nehmen, weil sonst bekomme ich keinen Devil Deal, also Teufelsdeal. So, aber mit Controller ist auch nicht so einfach. Also, ich bin jetzt nicht so sicher, ob es jetzt mit Controller einfacher oder schwieriger ist. So. Man kann auch hier mit A, hier so. Mit den Tasten, aber ich mache lieber mit den Analogstick. Finde ich besser. Oder wie ich gerne sag, knüppeln. So. 7 Münzen und noch keinen Schaden genommen. Schön. Bitte, bitte, bitte. Nein, dann spenden wir schon mal. Die 7 Münzen. So. Hätte sein können, dass da jetzt ein blaues Herz drin ist. Hätten wir nehmen können. Und wenn man da reinspendet, dann vergrößert sich der Shop und du schaltest Items frei. Weil du hast von Anfang an nicht alles frei, ist ja logisch. Sonst wäre es langweilig so. Und... Oh! Scorpion. Wir haben jetzt Poison Tears, also Gift. Und das ist sehr gut, wir töten mal den Boss. Oder er tötet uns, aber nee, das Monstro. Monstro ist einfach. Monstro ist kein schwieriger Boss. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. So. Ja, ich bin gerade am Vorproduzieren. Wollte ich euch mal sagen, weil wir sind, also ich werde jetzt die ganze Woche aufnehmen. Immer nach der Schule. Wir sind danach die Woche auf Klassenfahrt. Ja, wir sind auf Klassenfahrt. Wo wir hinfahren, sage ich nicht. Auf jeden Fall sind wir dann da und dann, dass ich dann Videos freischalten kann. Wir haben dann nur eine Stunde am Tag Handy. Und
Und der 1 Stunde werde ich dann das Video freischalten, werde ich aber schon alles hochladen müssen. Das heißt für mich erstmal stressiges Wochenende. Oh, und wir haben Monstrous Zahn freigeschalten, ne? Moms Unterhose macht Range Up und Devil Deer. Nehmen wir einfach mit. Wir haben jetzt ein Baby, das ist ein Zuschauer von uns, einfach, sage ich immer. Babys sind Zuschauer von mir. Okay. Was ist das? Weiß nicht, ob ihr das auch hört. Auf jeden Fall höre ich gerade komische Geräusche. Und das dürft ihr jetzt machen, eben, dass ich kein Devil hier bekommen habe, weil die so eine Geräusche lenkt mich immer ab. Lol. 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 Ihr müsst mal ganz kurz warten. Bis gleich. Und wieder da, die komischen Geräusche hören sich nur so komisch an, weil, also die hören sich mit Headset so komisch an. Sind ganz normale PC-Geräusche. Hat mich auch verwundert. So. Das sind jetzt Seelenherzen, die man braucht. Weil wenn man keinen Schaden nimmt, dann sagte ich ja, bekommt man so mehr Wahrscheinlichkeit ein Devil Deal. So. Es gibt halt auch mehrere Arten von Controller. Du kannst Xbox-Controller nehmen. Du kannst PlayStation, Xbox One, alle möglichen. Ich habe Xbox 360-Controller. Weil ich auch eigentlich alle meine Spiele an der Xbox 360 spiele. Hoffentlich muss ich da nicht nochmal lang. Nein. Nein, fast tot. Nein, halbes Herz. Half-Life. Wheel. Ja, wie sollte ich das machen? Probieren wir einfach noch ein One. Ich sag ja, ich bin nicht der Beste. Und dann noch mit Controller jetzt. Ist für mich noch schwieriger. Weil ich ja eigentlich wirklich am PC immer mit Tastatur spiele. Aber kann man ja mal probieren. Zwei Ones mit Controller. Wird, glaube ich, nicht zu lang. Ja, komm. Oh, nee. Nee, 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 nee. Jetzt haben wir schon einen tot. Normalerweise, also mit Tastatur schaffe ich es immer direkt beim ersten Mann. Bis zu Mom und dann kill ich Mom und dann bin ich glücklich im ersten Mann. Aber jetzt habe ich es nicht geschafft. Nee, 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 ich hasse diesen Boss. Und am meisten als normaler Isaac, als Judas, ist das einfach. Also die Charaktere sind, glaube ich, viele, also nicht alle nach von irgendeiner Bibel, weiß nicht welcher. Judas war doch der Jesus verraten hat, soweit wie ich weiß. Wenn das stimmt, dann schreibt es mal in die Kommentare, denn ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Ich glaube nämlich an gar nichts. Ich bin der Meinung, jeder kann an das glauben, was er will, und ich bin da halt gar nichts. Ich glaube an gar nichts. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie Einhörner gibt. Deswegen, ich glaube an gar nichts. Und auf jeden Fall, da Judas, Isaac dürfte auch in irgendeinem Glauben bei sein. Weiß jetzt nicht, ob das christlich ist. Oder so. So. Noch diesen Wurm gekillt. Dass der alte Mann nicht so eine Räume. Wieso? Wieso hasst mich die Natur so sehr? Und ich. Oh, ich bin so dumm. Ich muss noch gar nicht auf Hard spielen, weil ich kann eh noch nichts freischalten. Weil wir eh nur bis Marm können. Bin ich dumm. Bin ich dumm. Also auf Hard. Also erst am Anfang sind auf Hard weniger Items gedroppt und mehr so eine bunten Gegner, weil die machen erstens ein Herz Schaden. Später macht das aber gar nichts mehr, dass die ein Herz Schaden machen, weil hinter Mom, also ich sagte, man muss Mom killen. Hinter Mom macht jeder Gegner ein Herzschaden, deswegen, und die machen da auch nur ein Herzschaden, also sind das da wie ganz normale Gegner. Und deswegen. Ja. Ja. Geld. Oh, Flaming Tears, die sind nice. Die können explodieren, wenn die gegen Gegner fliegen. Dann explodieren die und auf der Erde ist Feuer.
Und die Gegner bekommen so einen Feuereffekt. Den Schaden macht wieder Gemini. Guck, das macht Schaden und eigentlich zwar gut Schaden. So ein bisschen. Deswegen finde ich immer doof bei Gemini, weil der einen immer verfolgt. Und wenn du dann, wenn der dann zu nah ist und die Tränen explodieren, ist dann immer scheiße. So. Jetzt das Baby. Hier, vorhin hatten wir erst das Baby tot. Da ist das nicht in diese rote Form gekommen. Aber ist ja noch kein Mal Schaden, oder? Werde ich dann in der Aufnahme sehen, habe ich schon vergessen, ob ich schon Schaden bekommen habe und ein Herz aufgesammelt habe. Oder noch gar keinen Schaden bekommen habe. Und jetzt. Ja, nice! Das macht, dass wir schneller schießen. Guck. Und die blauen Herzen, die brauche ich ja, dass ich Devil dir bekomme. Also ich sag euch mal was. Erst habe ich mit Analogstick. Jetzt spiele ich mit A, B, Y, X. Also mal gucken, wie ich mich hier schlage mit A, B, Y, X. Okay. Ein Herz ist schon weg. Attacke. So. Ich probiere auch, also, das ist jetzt kein Versprechen, das Wochenende zwei Folgen immer zu bringen, weil ich jetzt so ewig lang kein Videos gebracht habe. Ja, ich muss mich erstmal da wieder ein, wie Freunde von mir sagen, gut, einfuchsen. Aber halt reinkommen wieder, richtig. In den Ablauf. Weil wenn du dann so vor 2 Jahren YouTube gemacht hast, alles probiert, professionell. Und jetzt, also, ich habe schon mit YouTubern geredet, die 500 Abonnenten, aber ihr müsst mal überlegen, 500 Abonnenten. Guckt euch ungespielt an. PewDiePie. Wie viele Abonnenten die haben. Also PewDiePie, glaube ich, wird niemand so schnell rankommen. Außer wir, nein. Also, sogar ungespielt. Ich wäre glücklich, wenn wir 30 Abonnenten haben. Mein Ziel ist 100 Abonnenten. Dann ist mein Abonnentenziel geschafft. Merkt euch das für die Zukunft. 100 Abonnenten ist mein Ziel. Wenn ich 200 schaffe, nee, dann bin ich bockig. Dann bin ich sauer auf euch. Nein, von mir aus auch 200, aber 100 ist mein Ziel. Oh, und das macht, der Matchup, das ist auch ein Teufels-Item. Und das macht, dass wir fliehen können und Spectral Tears, also wir können uns jetzt auf Steine stellen und da von da aus schießen. So. Guck, ich kann jetzt hier drauf und die können mir nichts. Oh, das Feuer kann zurückschießen. So. Und was bekommen wir? 2 Seelenherzen. Schön. Dieser Lauf, also One. Auf Englisch entwickelt sich gut. Oh, da oben waren doch. Wie macht man hier die Karte? Per Select, okay. Da war doch ein Schlüssel, glaube ich. Ja, schön. Schlüssel. Bombe. Bombe. Nein, bin ich dumm. Wieso liege ich da eine Bombe? Sissan. Das heilt uns komplett und deckt die Karte auf. Werden wir auf der nächsten Ebene machen. So. Und wenn wir getroffen werden, kommt hinter uns ein Blutspund. Wir sehen cool aus. Wir sehen irgendwie voll teuflisch aus. So. Und da können schwarze Herzen rauskommen und eine Karte. Und die Karte ist Turfklaps. Okay, so setzt man die ein. So, Turfklaps hat unsere Bomben verdoppelt. Wow. Super. Und. Ja, schön. Das hat sich doch gelohnt. Geld und ein Schlüssel, aber wir wären da jetzt. Warte. Ja, lassen wir uns mal Zeit. Wir haben eh nichts zu verlieren. Hier ist der Itemraum. Der Geheimraum. Ja, wusste ich. Schön. Mit nochmal 2 Schlüsseln. Jetzt kann ich das machen, was ich wollte, weil ich wollte jetzt 2 Schlüssel bekommen. Oder gehofft, dass ich wenigstens einen bekomme. Dann da rein. Nehme ich einfach mal mit. Einfach, dass ich das Item schon habe. Und jetzt haben wir 10. Jetzt haben wir Blue Map, also die blaue Karte. Die zeigt, soweit wie ich weiß, Geheimräume an. Ja, zeigt Geheimräume an. Deswegen, es gibt eine übelst gute Combo. Also keine Combo, aber was übelst gut ist. Blue Map plus. Plus, Blue Map plus Kompass plus normale Karte. Dann siehst du alles. So. So, erstmal direkt zum Boss. Na, ach, ist nur ein. Also,
Herzen verlieren ist immer doof. Bei den alten konnte man. Oh nee. Guck, das ist der Nachteil bei den Explosionen. Vorwurf Energie. Wir haben eh kein Item dafür. Für Energie. Also nützt mir Vorwurf Energy nix. So, und dem Boss. So. Alles raufschießen, was wir haben. Stirb. Den Boss mag ich nicht, wenn ich nicht irgendwie coole Sachen habe. Wie diese Tränen sind gegen den übelst nice. Weil der dann die ganze Zeit in Feuer steht. Deswegen, normalerweise ist der übelst. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Oh, 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 oh. Knapp. Ist nochmal ein knapper Bossfight. Und geschafft. So, schön. Und HP ab und Luck, also mehr Glück. Und hier zeige ich euch auch was. Wenn ihr dann ein Herz habt, nehmt ihr das mit und dann das. Einfach nur, dass wir den frei haben. Wir haben jetzt zwar nur ein Herz, aber wir haben jetzt einen der besten, also den OP-Charakter, mit dem werden wir dann auch als erstes alles machen. Wir werden zwar gleich sterben, aber wir haben es geschafft. Wir haben unser Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. So. So. Ja, es ist gerade früh am Morgen. Hab gerade leider keine Uhr hier in der Nähe, deswegen, sonst würde ich euch sagen, wie spät es ist. Auf jeden Fall ist es noch früher, also. Tut mir leid, dass ich richtig scheiße spiele. Sonst bin ich ja übelste Pro. So. HP ab, HP ab, HP ab, HP ab. Und ja, kann man mal probieren. Okay, wir können in diesen Stachelraum. Also diesen Raum, wo man Herzen verliert, kostenlos rein. Das könnte unsere Rettung sein. Super. So. Weiter unten lag ja eine Batterie. Merkt euch immer, wo die Batterien liegen. Wir gucken mal was. Ne, da ist ja 100%ig der Geheimraum. Und das Pin bekommen wir. Okay. Fourth Energy. Und Speed Up. Guck, wenn man fliegen kann. Ja, schön. Und wieder raus. Guck, dadurch haben wir uns gerettet. Jetzt nehmen wir aber nochmal mit. Ist noch was Schönes auf der Karte. Nö. Mehr brauchen wir nicht. Dann können wir in die nächste Ebene. Wie lange? 10 Minuten, also ist heute langer Part. Ja, also für meine Videos lang. Isaac ist das ganz normal. Und davor, der Part war, glaube ich, auch 9 Minuten, also da waren deswegen. So, vielleicht töten wir ja jetzt Mom. Ich mag dich nicht, Mutter, geh weg. So. Raum geklärt. Geld und Schlüssel ist schön. Für einen Shop, den wir hoffentlich gleich bekommen. Oder bin ich dumm? Wieso lege ich da eine Bombe? Alles geplant, meinte ich. War alles geplant. Ich wollte den Gegnern eine Chance lassen. Ja, genau. Ich wollte den Gegner eine Chance lassen. Deswegen habe ich da eine Bombe gelegt. Ja. Auf jeden Fall, der One hoffentlich ist schon mal ein schöner. Für den Anfang. Für die zweite Mal. Normalerweise wird dann immer ein Part kommen, außer der Part wird wirklich so kurz wie vorhin. Also wie der erste One. Und deswegen, ja. Nein. Oh, jetzt wird es nochmal knapp. Jetzt wird es nochmal spannend. Wow, Bomben. Nie, nie danke. Nein, ich hasse diese Gegner.
So, das war down. Get down. So, und jetzt seht ihr wahrscheinlich, was ich vorhab. Ich kann fliegen, gehe gratis da rein, aktiviere das Item und komme gratis wieder raus. Ehrlich. Dafür bin ich jetzt hier reingegangen. Für einen Schlüssel und eine Bombe. Schön. Eine Bombe plus. Eine Bombe plus. So. So, down. Ob wir das noch schaffen mit so wenig Herzen, das wird noch mal spannend. Oh, bitte, Herzen. Ein Herz. Ein Herz. The World. Und the Devil. Können wir einsetzen. Ah, da unten ist dann der Shop. Da gehen wir auch 100 pro rein. Weil wir haben 19 Münzen, also können wir hundertprozentig das Item und wir können spenden. Hoffen auf ein Herz. Was man sich dann so kaufen kann. Vielleicht. Mit Glück. Und die Karte, die wir hier haben, The Devil heißt die. Durch die kann man Devil. So, nehmen wir beides mit. Einfach, dass wir es haben. Oh ne, das Item war scheiße. Nein. Ich habe getestet, was das macht. Oh nee. Jetzt habe ich ein Herz verloren. Alter, bin ich scheiße. Nee. Ich habe damit. Oh ja, geil. Ich habe damit ein Herz gegen ein echtes Herz da getauscht. Hatte ich ein Glück. Irgendwie, ich habe immer noch keine Ahnung, was das Item so richtig macht. So, okay, Hero Funk. Nützt mir nix. Na. Das wird ein spannender Bossfight. Eigentlich nicht, weil der eigentlich easy ist. Wenn du diese Explosion bring mich hier um. Aber, oh, Little Gish, okay. Aber die Explosionen haben mich auch schon gerettet. Das, ja. Danke. So, das. So, und jetzt hier. Auf was Jutes hoffen. Four of Energy. Amnesia. Explosive Diarrhea. Okay, eine gute Sache. Dann gehen wir weiter. In die nächste Ebene. Vorletzte. Danach ist auch gleich Ende. Ja, schon 15 Minuten. So, alle down. Pfeffer, wir können eh fliegen. Pfeffer dürfte Heiligkeit, also Jesus. Jesus ab. Sage ich dazu auch öfters zu denen. Heiligkeit ab. Jesus ab. Yay. Wir wollen jetzt. Okay, Itemraum haben wir. Gegen meine Hassgegner sind, mag ich den Raum, wenn man fliegen kann und Spektraltränen hat. Und Explode der Wiener kann man mitnehmen. So, einfach mal eingesetzt. Diese Explosive der Arena kann man mitnehmen. Weil wenn jetzt hier irgendwo was ist, wo wir sprengen müssen. Nein. Okay, schon ein Herz verloren. Wir wollen nur noch in die nächste Ebene. Hilfe. Hilfe. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie. Über alles. Stirbt. 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 Guter Deutsch. Stirbt. Nicht sterbt. Stirbt. Stirbt. Ich will stirben. Wollt ihr auch stirben? Nein. Nein, 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 nein. Ah, bitte.
Geht weg. Weg. Böse. Ah, Menschen. Hilfe. Böse. Nein, nicht nochmal diese Dinger. Ich hasse sie. Ich hasse sie nur. Geht doch einfach weg. Geh doch einfach weg, du gelber Idiot. Du gelber Zuckerkuchen. So. Schokolade. Nimm ich jetzt einfach mit, einfach weil. Schokolade. Hoffen. Auf schwarzes Herz. The Empress und. Nehme ich 20 mit. So. So. Geht weg. Öffnen. Hier. Nehmen wir das mit, dann fliegt die so lustig. Guck. Wiggle, 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 wiggle. So, ease. So. Werden wir diesen Run überleben? Das ist hier die große Frage. Wird dieser liebe Isaac, der gar nicht mehr lieb aussieht, diesen Run hier überleben? Oder nicht? Fourth Energy, ja. Das ist eigentlich sehr gut. Wo ist der Shop? Da ist der Shop. Hoffen. Nein. Nehmen wir das. Ah. Jetzt ist der Shop hier größer. Und das ist ein Boomerang. Einfach, dass wir den auch in der Item-Hub-Liste haben. Weil es. Die, ja, ich spiele hier jetzt einfach nur. Ich kenn. Hobby hab. Ja. So. So, schaffen wir. Komm, Einhorn, kill. Wir sind tot. Nee. Man behält das Herz, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nice. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir können dann, einen Trick machen. So. Nice. Nice, 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 nice. Nice. Sehr nice. Wir werden damit uns so weit kämpfen, wie es geht. Nein, guck. Nein. Nein. Orb of Brain nehme ich mit. Gut. Da bin ich wieder. Oh, ein Herz einfach. Wir müssen die Schaufel aufladen und dann weiter runter. Wenn wir das schaffen. Oh ja. Nee, können wir leider nicht mitnehmen. Drei. Drei Räume noch, dann sind wir in der nächsten Ebene. Wir probieren einfach nur noch alles zu schaffen. Zum Glück haben wir Spektraltrine. Ah. So. Stopp, stopp, stopp. Nein, nicht töten. Nicht töten. Nicht töten. Sei brav. Sei ein braves Ding. Sei ein braves Etwas. So. Der Raum ist schon mal geschafft. Spannung pur heute. Und sind schon bei 20 Minuten. Zum Glück habe ich jetzt das neue Aufnahmeprogramm. Sonst würde es nicht gehen. Weil ich habe jetzt OBS. Und bei OBS sind die Aufnahmen richtig klein. Und ja, das ist für mich ein Vorteil.
Weil sonst konnte ich Isaac nicht aufnehmen. So, killen. Nächste Ebene. Geht weg. Tschüss. Geht alle weg. Ich mag euch nicht. Ja, wir haben Eve. So, jetzt haben wir noch einen Charakter. Einfach. Das ist jetzt eigentlich nicht so, wie ich gerne spiele. Gerne spiele ich einfach schön schnelle Ones. Und ich bin jetzt tot. Wir sind tot. Okay, dann sage ich. Nein, ich wollte nicht anfangen. Böse. Dann haben wir jetzt... Was haben wir denn jetzt freigeschalten? Wir haben jetzt Isaac als Charakter, Eve und Azazel. Ja, dann werden wir nächstes Mal mit Eve spielen. Und dann sage ich, war's das mit der Aufnahme? Oder? Ja, dann war's das. Wir sehen uns morgen wieder und...